Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja, ich habe jetzt gerade die Audios gehört. Ich weiß nicht, was meint der Bruder mit Abdul Adim versteckt? Was habe ich denn versteckt? Du hast mir ein Dokument geschickt und das, was im Dokument ist, stimmt überein mit dem, was ich sage. Keiner von den Ulama sagt, dass diejenigen, die einander bekämpfen, dass sie Kuffar sind. Und das hat er selber gelesen. Aber leider liest er, er kann nicht Arabisch grammatiklos, also ohne Grammatikfehler lesen, leider. Also, bal atlaqa alayhi al-kufr mubalaghatun. Das ist mubalaghatan fi tahdir. Also in Arab heißt das mubalaghatan. Das ist eher hal. Und dann sagt er mutaammidan statt mu'tamidan ala ma taqarrar min al-qawa'id. Und dann liest er die Ayah, ich weiß nicht. Und dann sagt er über Sachen Taghtiyah, was eigentlich, er sagt ein Yu'inuhu, wa yansuruhu, wa yakuffu. Das ist alles grammatisch gesehen, ist es falsch gelesen. Der Bruder liest erstmal falsch. Er liest den Text erstmal falsch. Das ist schon mal ein wichtiges Instrument, um überhaupt Texte von den Ulama zu verstehen. Wenn du grammatisch nicht mal einen Text fehlerlos lesen kannst und dann willst du über solchen Sachen diskutieren. Aber natürlich vor den Deutschsprachigen macht man sich wie ein Löwe. Und dann zeigt man sich, als ob man, weiß ich nicht, tiefgründig in der Sprache ist. Dabei liest er eine Seite und ich zähle mehr als 15 Grammatikfehler von, sage ich mal, vom Niveau von 4. Klasse. Tut mir leid, wenn ich das sage, aber Schwester, pass auf. Nicht jeder, der einfach so zauberhaft klingt, dass das auch so ist. Das ist Nummer 1. Nummer 2, er sagt, Abdul Adim versteckt was im Text. Ich habe das im Text alles gelesen und da steht nichts davon. Keiner von den Ulama sieht, wenn zwei gläubigen Scharen gegeneinander kämpfen, dass sie dadurch Kuffar sind. Alle sagen, das ist ein Kuffar, entweder ist das Kuffar Lughawi oder sie sagen, das ist Kuffar Duna Kuffar, das ist nicht ein Kuffar von Rausschmeißen vom Islam. Jetzt kehren wir zurück zu der Sache von Aisha. Warum verbindet er Aisha mit Muawiyah? Warum? Ma'arakat al-Jamal hat mit, also die Schlacht von Jamal hat nicht mit Schlacht von Siffin zu tun, wo Muawiyah gegen Ali gekämpft hat. Das hat damit nichts zu tun. Also Ma'arakat al-Jamal, also die Schlacht von Kamel, war an der Zeit, wo Uthman ibn Affan ermordet wurde. Ja? Und dann hat Ali radiallahu anhu fünf Jahre fast, also 4 Jahre und 9 Monate, die Kalifat gehabt und dann kam Ma'arakat Siffin. Warum vermischt er die beiden? Das ist Nummer 1. Nummer 2, wer sagt, dass Aisha radiallahu anha wa ardaha, unsere Mutter, gegen Ali gekämpft hat? Wer sagt das? Und hier kommen die Probleme. Lass die Schwester nicht beeinflussen von solchen Erzählungen. Das sind historische Erzählungen und in den Geschichtenbüchern gibt es so viel Unsinn und so viel Lüge. So viel Lüge. Aisha radiallahu anha, nur damit du weißt, ja? Uthman ibn Affan wurde ermordet in seinem Haus, in dem heiligen Boden in Medina. Und von wem wurde er ermordet? Er wurde ermordet von Gruppen von Männern, die aus Basra kommen. Weil in Basra hatte Uthman ibn Affan einen Gouverneur gehabt, mit dem sie nicht zufrieden waren. Ne? Und irgendwann mal Diese Verbrecher, sie haben sich zusammengetan und dann sind sie nach Medina gegangen und haben sein Haus boykottiert und dann haben sie ihn ermordet, während er Koran liest. Aisha war gar nicht in Medina, nur damit du weißt erstmal. Aisha war in Umrah, in Mekka. Und auf dem Weg von Umrah zurück bekam sie die Nachricht, dass Uthman ibn Affan ermordet wurde. Das war für sie, das ist ein krasser Uthman. Wer ist Uthman? Uthman ist eine große Figur von den Sahaba, radiallahu alaihim. Und dann kehrt sie nach Mekka und dann benachrichtigt sie die Menschen dort. Und natürlich, alle wollten die Mörder von Uthman haben. Das ist ja wie ein Putsch. Das ist ein großer Putschversuch. Und in dieser Zeit ist das Erste, was man macht, ist diese Putschisten in den Griff zu kriegen. Das machen auch die Leute heute in allen Staaten. Wenn Gruppen von Militanten sich zusammenschließen
und sie wollen gegen die größte Macht rebellieren, dann das Erste, was man macht, dass man so eine Gefahr dämpft. Also, man muss sich zusammenschließen, um sie zu holen. Was macht Aisha radiallahu anha? Natürlich Talha, Abdullah ibn Zubayr, ibn al-Awwam. Also da waren große Sahaba radiallahu alayhim. Sie waren genau der Meinung von Aisha radiallahu anha. Was machen sie? Sie machen sich auf dem Weg nach Basra, wo diese Gruppen von Militanten sind. Sie geht dahin und dann Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, pass auf, hier, das sind Meinungsverschiedenheiten unter den Sahaba selbst. Ali ibn Abi Talib sagt, nein, wir werden sie nicht kriegen, jetzt, wir werden erstmal die Kalifat gründen, also weiter stützen, und wenn die Sicherheit gewährleistet ist, dann haben wir Zeit für sie, sodass wir sie festnehmen. Wie heißt er? Die Talha und Abdullah ibn Zubayr und Aisha waren der Meinung, dass diese Putschisten und diese Rebellen erstmal in den Griff genommen werden. Deswegen sind sie nach Basra gegangen. Und pass auf, das, was diese Leute auch nicht erzählen. Ja? In Basra trafen sich alle Parteien in einem Abend. Aisha radiallahu anha, unsere Mutter und deine Mutterschwester, Versuche das nicht zu verstehen. Das ist deine Mutter. Allah Ta'ala sagt das im Koran. Und seine Frauen sind eure Mütter. Und weißt du, keine Frau hat die Ehre gehabt, in einer Decke mit dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam gewesen zu sein, in einer Decke, während er die Offenbarung bekommen hat. Während er die Offenbarung bekommen hat und sie waren beide unter einer Decke. Da kannst du dir mal das vorstellen. Und nicht nur. Während er auch nochmal seinen Kopf auf ihren Schenkel macht, bekommt er die Offenbarung, bis das so schwer war. Die letzten Minuten von Prophet sallallahu alaihi wasallam in seinem Sterbebett. Und sie macht Siwak mit ihrem Speichel und mischt sie an seinem Speichel. Und er bittet um Erlaubnis bei allen Frauen. Und er sagt, lasst mich bitte bei Aisha. Und er blieb 15 Tage. Die letzten 15 Tage seines Lebens blieb er bei Aisha, radiallahu anha, unserer Mutter. Zurück zu der historischen Geschichte, wo sie dir Zweifel machen, na, damit du Schiitin wirst. Weil es ja besser klingt, ja, oder weil es ja gerechter klingt. Pass auf, Schwester. Pass auf. Aisha und Talha und Zubayr. Alle haben sich getroffen mit Ali ibn Abi Talib an dem Abend, bevor Mauqi'at al-Jamal, diese schlimme Schlacht, wo 10.000 getötet wurden, ein Abend davor. Und weißt du was? Sie haben sich alle geeinigt. Das erzählen sie nicht. Sie haben sich alle geeinigt, dass diese Rebellen erstmal in den Griff genommen werden. Die Nachricht kam genau an den Abend in den Basra. Und die Leute wussten, dass ihr Ende morgen stattfinden wird. Dass ihr Ende morgen stattfindet. Was machen sie? Sie haben sich alle getroffen. Das sind Dutzende und Dutzende Männer. Sie verteilten sich in den beiden Reihen. Also in den Scharen von Ali ibn Abi Talib und in den anderen Scharen von Sahaba, die auf der anderen Seite waren. Und haben eine Liste begangen. Und sie begannen, dort gegen sie zu kämpfen und mit Pfeile zu schießen. Die haben gedacht, die wurden angegriffen. Und die anderen, das war in der Nacht. Das ist alles passiert in der Nacht. Und die anderen haben auch gedacht, sie wurden angegriffen. Und dann war ein schlimmer Kampf in dieser Nacht, an diesem Abend. Keiner wusste, was es ist. Einfach Fitna ohne Ende. Nur damit die anderen, was? Damit sie geschont werden und damit mit ihnen nicht passiert wird. Ja? Weder Aisha hat es ihr gefallen, noch Ali radiallahu anhu, noch Talha, noch Zubayr. Weißt du, was ein Mörder ist? Ein Mörder ist derjenige, der tötet und er will töten. Das ist ein Mörder. Und er ist zufrieden damit. Aber Aisha und Ali, beide waren so traurig und deprimiert über die Toten, beide. Ali ibn Abi Talib hat sogar für die beiden Scharen Todesgebet gebetet. Für beiden. Für beiden Scharen. Und er sagt es, alayhi salam, was sagte er? Er sagt, Arju an nakuna yawm al-qiyamati fi man qala Allahu fihim.
إخوانا على ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. Ich hoffe, dass die beiden Scharen am Tag des Endgerichtes zu denjenigen gehören, über die Allah Ta'ala gesagt hat, und wir entnahmen all ganzen Groll aus ihren Herzen, und sie liegen auf gegenüberstehenden als Brüder und Geschwister untereinander, ohne Groll, also im Paradies. Und selbst Aisha radiallahu anha, sie wurde geehrt von Ali ibn Abi Talib. Und sie wurde von Ali ibn Abi Talib in Kamelen und mit den besten Gelehrtinnen von Al-Basra, von den besten Frauen begleitet. Mehr als 15 oder 20 Frauen. Und er hat sie begleitet zu Fuß. Und er hat ihnen also mit der Kamel alles, mit vollster Ausstattung, dass sie nach Medina begleitet wurde. Er, Al-Hassan und Al-Hussein. Als sie Basra verließ mit allen Frauen in voller Ehre, ging er zurück, aber Al-Hassan und Al-Hussein blieben und liefen bis zu der Mitte der Wüste sogar. Und dann kamen sie zurück. Warum? Weil die Araber, sie nennen das als Höflichkeitsform, mit den anderen weiterzulaufen, bis er die Stadt verlässt, mit voller Ehre. Und alle waren traurig über die Toten. Also wenn wir diese Ahadith und die Ayat von Töten, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا, derjenige, der einen Mu'min tötet mit voller Absicht, also Absicht, ihn richtig zu töten, der ist am Tag der Auferstehung, der gehört zur Hölle und der wird gezürnt von Allah und so weiter und so fort. Das ist natürlich in einem Einzelfall, wenn jemanden tötet und man will ihn töten. Das, was zwischen den Sahaba war, es war eine Fitna. Eine Fitna, Schwester. Und diese geschickte Art und Weise, Aisha mit Muawiyah zu verbinden, das ist giftig. Was hat Ma'arakat Siffin, was erst 5 Jahre danach passiert ist, mit der Schlacht, wo Aisha radiallahu anha eine andere Meinung vertrat? Ich habe dir gesagt, das sind die historischen Erzählungen von den Ereignissen an dem Abend, bei uns Sunniten. Und selbst unter den Schiiten selbst, gibt es über den Abend, wo sie zusammengekommen sind, und es gibt darüber, dass Aisha radiallahu anha gesagt hat, nein, niemals hat sie Ali ibn Abi Talib gehasst. Niemals. Und auch er sie nicht. Niemals. Und sie war niemals gegen ihn. Und übrigens, als Ali ibn Abi Talib zum Kalif ernannt wurde, Aisha radiallahu anha wurde in Mekka gefragt, wen nehmen wir zum Kalif? Was sagte sie ihnen? Ali. Es gab nichts besser als Ali. Er hatte alle Voraussetzungen für Imama. Sie sagt Ali. Und dann wurde sie von einem anderen gefragt. Dann sagte sie Ali. Und Aisha radiallahu anha hat nichts gegen Ali. Und sie ist nicht gegen Ali rausgekommen. Sondern es ging damals um eine ganz wichtige Angelegenheit, wo sie eingreifen soll, weil Allah subhanahu wa ta'ala das im Koran sagt, La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin baynan nas. Wa man yaf'al thalika abtigaa mardatillahi fasawfa yutihi ajra azima. Also, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass das Beste, was man macht, ist zwischen den Streitparteien gut zu machen. Und das ist einer der schönsten Löhne, die man bekommt. Und Aisha radiallahu anha, als Mutter der Gläubigen, sie hat ein großes Gewicht unter den Muslimen. Sie ging dahin mit dieser Absicht, um zwischen den Parteien, um das Problem, meine ich, in dieser Umma zu lösen. Weil sie mit Ehrfurcht und mit Hochachtung und Respekt begegnet wird. Deswegen wollte sie das machen. Ali ibn Abi Talib vertrat dann die andere Meinung. Er wollte erstmal die Sicherheit haben. Und beides kann richtig sein. Jeder hat eine Perspektive. Aber dass man Mord auf Aisha radiallahu anha, dass sie Mörderin ist, als ob sie die Schwerter genommen hat und sie hat an den Abend gekämpft. Auch oder dass man sagt, sie hat den Mord erteilt oder sowas. Das ist Lüge. Über Lüge. Und ich sage dir, Schwester, fürchte Allah subhanahu wa ta'ala und lass dich von solchen Sachen. Geschichten sind mit voller Lüge und mit vollem Gift. Ja, lass dich davon, beschäftige dich. Nicht mit solchen Sachen, die dein Herz nur verhärten. Aisha radiallahu anha, sie wurde beschrieben bis zum letzten Atem ihres Lebens.
als gläubige Frau, als rechtschaffene, tugendhafte Frau. Sie war wie eine Mystikerin. Sie wollte gar nichts von der Dunja. Sie hat ganz, ganz normal gelebt und mit ganz bescheiden, mit wenig. Und sie hat die Nächte durchgebetet, so wie man sie beschrieben hat. Ja, als einer, der wurde geschickt. Zeit von Duha. Duha, das ist ja gegen Vormittag um 10 Uhr. Und dann fand er sie beten, Salatul Duha, das ist diese Sunna. Dann sagte er, ich warte ja draußen, bis sie fertig ist, weil er dachte, 10 Minuten oder 15 Minuten. Dann haben sie alle gelacht, ach, da kennst du nicht Aisha, wenn sie im Gebet ist. Da kennst du sie nicht. Sie vergisst sich. Sie ist nur im Gebet. Sie war eine Mystikerin. Sie war eine Frau der Tugend, der Frömmigkeit. Eine Frau mit viel Dien und viel Religion. Sie hat über 1000 Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert, weil Allah im Koran zu den Frauen sagt: "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikma." Erwähnt das, was in euren Häusern vorgelesen wird, von den Versen sowie von den Weisheiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das tat sie. Bei jeder Sache und bei jeder Gelegenheit sagt sie: "Ich sah den Propheten sallallahu alaihi wasallam als er und als er." Ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ich fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das hat sie die ganze Zeit überliefert. Und jetzt wollen wir all diese Sachen in Müll schmeißen und wollen Aisha radiallahu anha schmähen. Also, der Bruder, der spricht leer. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Er kann nicht Grammatik, also ohne Grammatikfehler lesen. Bitte. Und das ist sogar mit Tashkil. Wenn ich das ohne Tashkil geben würde, dann würde er nur Katastrophen machen. Tut mir leid. Tut mir leid. Das sind die Grundinstrumente überhaupt für einer, der sich Da'iya nennt. Er kann nicht mal eine Seite auf Arabisch lesen, aber er macht sich auf YouTube als Sheikh und weiß ich nicht. Er soll mal nur normal lesen. Und die Ayah zittert er bei den Ayah. Ja? وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانَ. Er liest das wie ein Zweitklässler. Ja, und wenn er die Sätze liest, dann liest er, also bitte, Schwester, du bist in der Sunna, Alhamdulillah, auf der richtigen Seite und auf der sicheren Seite. Wallahi al-Azim, sei es in den Hadith, sei es in dem Umgang mit den Geschichten, sie sind in der Mitte. Sie sind die Mitte. Und ich rede nicht über die Sunna, die Ahlul Bayt befeinden, davon haben wir nicht. Das ist auch historisch. Das ist alles historisch gewesen. Die Feinde von Ahlul Bayt. Das ist alles historisch. Nicht jetzt. Keiner würde die Familie des Propheten heute befeinden. Ja? Und deswegen halte an den Weg von Aisha radiallahu anha und an den Weg des Propheten. Ja? Und ich rate dir gar nicht mit solchen Sachen deine Zeit zu verbringen. Stattdessen verbringe deine Zeit, deine Seele zu läutern und dich zu reinigen von innen und Allah Ta'ala zu nähern mit Ibadah und mit Spiritualität und mit Beziehung zu Allah Ta'ala und mit Dhikr, mit Qira'at al-Quran. Beschäftige dich mit dem Quran und mit gutem Tun und erwerbe mehr Wissen und nicht Wissen, was dein Herz vergiftet. Assalamu alaikum. Für mich sehr, sehr wichtig, das vorab zu wissen. Dann habe ich noch die nächste Frage, ob du freundlicherweise über die Aussagen, die du getätigt hast, auch die Quellenangaben geben kannst. Weil du sagtest ja, dass diese Information, die der Bruder Hamza gegeben hat, dass die nicht richtig sind. Er hat aber diese Information anhand von Quellen gegeben. Und zum Beispiel ein Beispiel, wir wissen alle, das ist ja niedergeschrieben, dass Aisha es bereut hat auf dem Weg zurück, als sie nach dieser Schlacht auf dem Weg zurück war, hat sie es bereut, das zu tun. Oder als Aisha auf dem Weg war in die Schlacht, hat sie sich an die Worte vom Propheten erinnert, als der Prophet sagte, wenn du an der Stadt Uhud vorbeigehst, ich glaube, das ist die Stadt Uhud gewesen, bin mir nicht ganz sicher, dann werden die Hunde bellen und dann hat sie diese Hunde bellen hören und dann hat sie sich daran erinnert, weil der Prophet hatte ja schon diese Schlacht prophezeit gehabt. Dann hätte ich gerne gewusst, ob du uns die Quellenangaben dafür geben kannst, wegen dieser Fitna. Und die Quellenangabe, dass Menschen sich unter beide Seiten versteckt haben und dann in der Nacht
diese Fitna hergestellt haben, sodass danach ein Riesenkrieg ausgebrochen ist, in der 10.000 bis 15.000 Menschen gestorben sind. Von Osman frei. Könntest du mir freundlicherweise auch die Quellenangabe dazu machen, dass Imam Ali und Aisha und diese ganzen Menschen sich einen Tag zuvor getroffen haben und sich geeinigt haben? Und vor allem, worauf haben sie sich geeinigt? Die haben sich darauf geeinigt, dass dann die Mörder von Osman freigegeben werden. War das die Sache? Und dann stellt sich mir dann die nächste Frage, wenn dies der Fall gewesen ist, warum gab es dann am nächsten Tag überhaupt zwei Armeen, die gegenübereinander standen, so dass dann die Möglichkeit bestand, dass von beiden Seiten quasi mit Pfeilen geschossen wird, so dass diese Riesenfitna entstand und dann sich die Armee bekriegt hat. Meine nächste Frage war, du hast gesprochen darüber, dass der Bruder Hamza grammatikalische Fehler gemacht hat. Waren denn diese grammatikalischen Fehler, die er angeblich gemacht hat, haben die dahin geführt, dass er dann die Texte falsch verstanden hat? Das heißt, hat er die dadurch falsch übersetzt? Oder hatte das überhaupt keine Beeinträchtigung bei der Übersetzung? Das ist jetzt natürlich eine sehr wichtige Sache. Ja? Wenn seine grammatikalischen Fehler den Inhalt der Texte nicht beeinträchtigt haben, dann kann man ihm das entschuldigen. Wenn aber seine grammatikalischen Fehler den Inhalt der Texte so verändert haben, dass ein ganz anderes Verständnis hier rüberkommt, dann geben wir dir recht. Das würden wir auch gerne wissen. Danke dir, Bruderherz. Ich hoffe, dass du dir die Zeit nimmst und uns weiter behilflich bist. Assalamu alaikum, Habibi. Ich beantworte inshallah gleich. Ich habe gerade gehört, dass ich hier grobe Fehler gemacht habe. Dann kann ich dir zeigen, was für Fehler er machte. Und dann soll sie das bitte ins Englische übersetzen, beziehungsweise den Urtext, den Hadith, den er in einem Vortrag erwähnt, Atrati, er sagt Atrati, und er meint meine Duft, meine Familie, meine Duft. Wobei das es Stamm heißt. Also, und in dem Koran, also hat er so viele Fehler gemacht, die habe ich gar nicht erwähnt, die erwähne ich gleich, inshallah, aber es ist sowieso irrelevant. Er kann sehr viel reden, wie er möchte. Als ich geantwortet habe und als ich hier gelesen habe, abgelesen habe, da war ich am Fahren. Also dann, er möchte, wenn er das schafft, wenn er möchte, wir können uns hier irgendwo treffen und dann können wir gucken, wer der vierte Klässler ist und wer nicht. In Bezug auf Koran und Hadith. Ne? Er ist abgesehen davon, dass ich hier aufgewachsen bin in Deutschland und er ist in Arabien und da hat er auch die arabische Sprache studiert. Aber nichtsdestotrotz, das können wir inshallah miteinander ausprobieren und gucken wir, wer von uns die Sprache beherrscht und wer nicht. Also auf jeden Fall, das sind billige Ausreden. Ich habe nur den einen Teil gehört von den ersten Aufnahmen von ihm. Ich höre weiter und beantworte ich. Also er machte die gröbsten Fehler, die es je gegeben hat. Alleine, dass er meint, wer ist Osman? Und Aisha war betrübt wegen Osman. Aisha selber sagt, Uqtul Na'thalan faqad kafara. Das heißt, tötet Na'thal. Na'thal hat sie ihn mit einem alten Mann in Ägypten hier bezeichnet oder verglichen. Tötet ihn, er ist Kafir geworden. Sie hat ihn takfiriert, also der hat ihm Takfir zugeschrieben. So, auf jeden Fall, er hat eine Aufnahme, wo er über Ahl al-Bayt alayhum salam vorträgt und er sagt, Utrati, er liest das Utrati. Und Utrati bedeutet mein Stamm, meine Familie, mein Stamm. Und er liest das Utra und Utra und übersetzt Utra auch mit Duft. Obwohl das Etra bedeutet nicht Duft, sondern Etr bedeutet Duft. Also wenn wir jetzt anfangen, dann können wir ohne Ende darüber sprechen und wir können auch zeigen, wie groß Gelehrten von ihnen die gröbsten Fehler in Arabisch und in Koran machen können. Also die größten von denen. Aber ich höre das erstmal weiter, inshallah, bevor ich antworte. Bruder, in der ersten Aufnahme macht er wieder diese Fehler. Mit Aswajuhu Ummahatukum, sagt er. Das heißt, Aswajuhu Ummahatuhum. Also, bitte hier das behalten und ihn nachfragen. Er soll das bitte den Koran richtig lesen. Er ist doch ein Koran-Hafiz. Er hat den Koran auswendig gelernt, angeblich. So, also so ein Fehler
über die Frauen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, womit sie immer prahlen. So, also ummahatuhum, ihre Mütter. Und er sagt eure Mütter, ummahatukum. Bruder, der Bruder lügt ohne Ende. Aisha, er sagt, hat sie nie Ali gehasst. Das steht doch im Bukhari. Das heißt, sie hat ihm nichts Gutes gegönnt zu Imam Ali a.s. Sie mochte nicht mal seinen Namen erwähnen. Und er sagt, sie hat dir Ali gewählt als Kalif. Als gesagt wurde vor ihr, dass hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Ali a.s. vermächtigt. Sagt, wann hat er vermächtigt? Niemals hat er vermächtigt. Er ist gestorben oder beziehungsweise verreckt worden zwischen meine Brust und meinen Schoß. Also der, ich weiß nicht, ob er das absichtlich macht oder nicht. Ich will ihn das nicht so unterstellen, aber das können wir nachher, inshallah. Ich werde dann nachher, wenn ich zu Hause bin, alles raussuchen und dir schicken. Also er macht ohne Ende Fehler. Also historische Fehler, koranische Fehler und sprachliche Fehler sogar. Das kann ich nachher, inshallah, wenn ich zu Hause ankomme, in aller Ruhe dann heraussuchen und zeigen, also was Sache ist. Aber auf jeden Fall, also er persönlich interessiert mich nicht, was für Fehler er macht. Was mich interessiert ist, dass er die Geschichte verdreht, nur damit er Aisha gut darstellt. Sie war mit dem Propheten nicht mal. Nicht mal mit dem Propheten war sie gut. Wie soll sie mit Ali a.s. gut gewesen sein? Also dem Propheten, du bist derjenige, der behauptet, ein Prophet zu sein. Das habe ich schon mal geschickt. So, und sie kommt mit einem Stein und schmeißt sie hier auf den Teller vor seine Freunde. Welche Frau macht das mit ihrem Mann sowas? Und demonstriert, im Koran wird erwähnt, dass sie gegen ihn demonstriert hat mit Aisha, mit Hafsa. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in dem Koran, فَقَدْ زَاغَتْ قُلُوبُكُمَا. Das heißt, eure Herzen sind vom Rechten abgewichen worden. Seir, sie haben Seir gehabt in ihren Herzen. Und das Problem, er soll sich trauen, gegen mich in eine Debatte zu kommen. Und dann machen wir die Debatte auf Arabisch. Und dann lassen wir das hier gleichzeitig hier ins Deutsch übersetzen. Da kann ich Ihnen zeigen, was Sache ist. Also, er, als ob er das nicht wissen würde, ne? Bruder, du hast so perfekt geantwortet. Du hast ihn, und sag mal, hast du ihn den Teppich unter seine Füße weggenommen? Also er stützte auf die grammatikalischen Fehler, die ich natürlich durch Lesen, also nicht richtig lesen konnte, weil ich am Fahren war und die Schrift ist viel zu klein. Also auf jeden Fall, darum geht das ja, aber auf gar keinen Fall. Es geht nur darum, dass er versucht, jetzt hier dadurch sich auszureden. Anstatt zu sagen, ja, das bedeutet nicht so, wie er das gesagt hat, sondern so und erklärt er, soll er erklären. Anstatt hier nur zu sagen, man, ja, er hat das so gelesen und man liest das so, obwohl das Tashkil war oder was weiß ich. Also die Schrift war mir so klein, ich konnte gar nicht lesen. Auf jeden Fall, darum geht das, wie gesagt, nicht. Es geht nur darum, wie du gesagt hast, ob das an der Sache was ändert. Warum hat er das weggelassen mit der Interpretation des Kufrs? Das heißt, Kufr bedeutet nicht nur Kufr und Ni'ma, das habe ich auch hier zugegeben, dass er das auch richtig gesagt hat. Aber Kufr bedeutet auch was anderes, dass man ein Kafir wird, wie die Kuffar. So sind die Meinungen der Gelehrten, so wie ich das vorgelesen habe. So, das ändert an der Sache gar nicht, ob es jetzt grammatikalisch hier richtig gelesen ist oder nicht. So, er soll uns das bitte grammatikalisch jetzt erklären, was die andere Variante bedeutet. So, das heißt, gibt es Meinungen, dass das so auch bedeutet, dass dieses Kufr nicht nur Kufr und Na'ma, sondern auch schlimmer als Fisr. Natürlich gibt es, also das, was er erwähnt hat, das ist schwach. Also das ist sehr schwach. Das, was er meint, ja, wurde viel Mist erzählt, so in der Geschichte, in Historie. Das ist natürlich unzuverlässig, was er erwähnt hat, dass sie in Basra war und dort hier sie wurde gefragt und sagte, ja, Ali soll hier, also es wurde überliefert, dass als Ali a.s. umgebracht wurde, sie zwei Ruk'a Shukr gemacht hat für Allah, Sujud gemacht hat für Allah, dass Ali umgebracht wurde.
Ne? Das ist eine Sache. Zweitens, sie hat dafür gerufen, dass Osman umgebracht wird. So, wie soll sie dann rausgehen und für sich für Osman rächen? Außerdem, wer ist sie, damit sie für Osman rächt? Sie ist nicht die, sie gehört nicht zu der Familie, zu der Familie von Osman. So, auf jeden Fall, du hast einen hier ihnen gesagt, das ist Uhud-Stadt, das ist Hau'ab, heißt diese Stadt. Also der Ort hieß Hau'ab. Die Hunde von Hau'ab haben sie angebellt, haben sie Aisha angebellt. So, ich muss erstmal seine Aufnahme nochmal hören, weil ich, wie gesagt, bei der Arbeit war. Ich konnte nicht alles hören, damit ich dann nachher darauf antworte, inshallah. Bruder, die versuchen das irgendwie so gerade zu biegen, was Aisha schief gemacht hat, aber das ist alles vergeblich. Alles vergeblich. Guck mal, also Bruder, wenn sie sagen, die ist rausgegangen, damit sie Islah macht. Versöhnung. Und durch Versöhnung entstehen 22.000 Tote. So, sogar ihr Bruder war auf der anderen Seite, auf Seite von Imam Ali a.s. und hat gegen sie gekämpft. Und als sie verloren hat, er ist zu ihr gekommen, war vermummt, fragte sie ihn, wer bist du? Er sagt, Sohn von Abu Bakr, Muhammad. Er sagt, Ibn al-Khata'miyya. Sie nannte ihn Sohn von Khata'miyya, sie meinte seine Mutter. Er sagt, sie war nicht weniger wert als deine Mutter. Du wolltest gerne, dass ich sterbe. Du hättest das gerne gehabt. Sagte er so zu ihr. Sie sagte, ja, das ist richtig. Ich hätte gerne, dass du gehabt, dass du stirbst. Aber jetzt bist du nicht gestorben. Und sie sagte zu Imam Ali, nun haben wir den Krieg verloren. So, und du bist ein Edler, der vergibt. Imam Ali a.s., als er sie nach Medina zurückgeschickt hat, mit Begleitung von Frauen, er wollte nicht, dass diese Frau umgebracht wird. Damit ihnen das nicht, in die Schuhe geschoben wird. Deswegen hat er sie mit Begleitung von anderen, von Frauen, nach Medina geschickt, damit sie auch nicht weitere Fitna macht. Also sie ist wegen Fitna rausgegangen. Sie hat dafür gerufen, dass Osman umgebracht wird. Schicke ich dir gleich die Quellen, inshallah. So, sie sagte immer wieder, Osman muss umgebracht werden. Sogar, also sie hat hier das Hemd von ihrem Mann, von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, auf die Wand gehängt und immer wenn jemand gekommen ist, sagte sie zu denen, guckt, das Hemd von des Propheten ist noch nicht verwest, das heißt, ist noch nicht kaputt gegangen nach seinem Tod, aber die Sunna wurde verwest von Osman, das heißt, wurde verdreht oder vernichtet von Osman. So, uqtulu na'athalan. قتل الله نعثلا. Das heißt, tötet Na'thala. Möge Allah Na'thal töten. So, darauf muss er antworten, nicht auf die grammatikalische Fehler. Ich kann dir jetzt grammatikalischen Fehler von seiner Lehrer zeigen, was für grobe Fehler sie machen, dieser Uraifi. Und Uraifi war bei ihnen natürlich zu Besuch in Berlin. Und er hat so ihn hochgejubelt. So, der hat etliche Fehler in den Koran, grammatikalische sowie Lesungsfehler. Aus dem Koran. Und die Leute, diese Menschen, damit sie ablenken, fangen sie an mit solchen Sachen, mit Kleinigkeiten über die Kleinigkeiten zu reden, ne, damit man vom Thema weggeht. So, bitte bete und faste und kümmere dich nicht drum, dass es Ummul Mu'minin, sie war eine Gläubige, sie hat gebetet und gefastet. Also nur mit Emotionen. Er soll sachlich bleiben. Ne? Er soll da sachlich bleiben und alles beantworten. Also alles muss er beantworten. Nicht die, er sagt, ja, ich habe das gesagt, ich habe auch das erwähnt. Er hat das nicht erwähnt. Er hat nicht erwähnt, dass Kufr bedeutet auch Kafir. Im wahrsten Sinn des Wortes und nicht nur hier Verleugnung der Gnade, des Gnade. So, das sind die Quellen, von denen das Aisha Osman so dermaßen geliebt hat, dass sie Fatwa gegeben hat, dass man ihn tötet. So, und als er getötet wurde, ging sie und hat sie gerufen, oh Osman, und Ammar ibn Yasir, Radwanullah alayhi, sagte zu ihr, du hast gestern aufgerufen, dass er umgebracht wird und jetzt weinst du über ihn. Also auf jeden Fall, das ist so klar, glasklar die Sache, dass sie rausgegangen hat, dass sie die Fitna verursacht hat gegen Osman. Und als sie gehört hat, dass Ali a.s. gewählt wurde, dann ist sie rausgegangen, um
für die Rache von Osman zu verlangen, weil sie Ali alaihi salam nie gemocht hat. Also dieser Mann, entweder ist er ehrlich und geht er die Sache bei und nicht hier vertuscht das Ganze mit der Behauptung, dass das ja in der Geschichte wurde viel Müll geschrieben. Das ist die Geschichte des Islams von ihm. Ibn al-Athir in seinem Tarikh, Ibn al-Tabari in seinem Tarikh und al-Aqd al-Farid. Also das sind Bücher, das sind sunnitische Bücher, das sind historische Bücher, beziehungsweise Historiebücher, ja, die anerkannt sind, die kann er nicht verleugnen. So, er stützt auch drauf, wenn er irgendwas erzählt. So, auf jeden Fall, das steht fest, dass sie das immer gesagt hat, dass sie eine Fatwa erlassen hat, dass Osman getötet werden muss. Und deswegen beharrt er darauf, dass man nur also auf Osman, auf Muawiyah fokussiert. Also die sind sogar, ich sag dir, er kommt irgendwann mal dazu, auf Osman zu verzichten sogar. Also diese neue Strömung, das sind die neue Strömung wie Adnan Ibrahim in Österreich und da ist noch einer in Dubai aus dem Irak. Ich komme auf den Namen nicht. Auf jeden Fall diese, das ist eine Welle, das ist eine neue Strömung. Sie verzichten auf etwas, damit sie etwas anderes retten. Und sie wollen, wie gesagt, hauptsächlich Abu Bakr und Omar und Osman retten. Aber jetzt allmählich, also werden die irgendwann auf Osman auch verzichten, so dass sie Abu Bakr und Omar retten. Also er hat wieder was verschwiegen. Er hat einen Vers in Surat al-Ahzab gelesen und was davor hat er weggelassen. Er sagte, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen gesagt, also aus diesem Grund ist sie dann rausgegangen, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat ihr gesagt, ihr sollt das verkünden, was in euren Häusern zitiert wird von Dhikr. Und das ist eine Aufgabe von Frauen. Aber er hat weggelassen, dass Allah subhanahu wa ta'ala davor sie befohlen hat, zu Hause in den Häusern zu bleiben und nicht rausgehen. Also ich schicke dir gleich hier diesen Vers, was davor war. Also das ist wirklich so link. Also er sagt hier, Allah subhanahu wa ta'ala verlangt von ihr, dass sie die Dhikr Tilawa macht, was in ihren Häusern herabgekommen ist. Das heißt, wie macht sie die Tilawa? Sie geht nach Basra mit einer Armee, damit sie Frieden stiftet. Sie wollte die Leute töten, die Osman getötet haben. Darunter war einer von den Leuten, die Bay'a abgelegt hat unter dem Baum. Und darunter war einer von den Muhajirin, ein großer Sahabi. Und darunter war ihr eigener Bruder, also Abu Bakr, Muhammad bin Abi Bakr. Er hat sich beteiligt an dem Mord von Osman. Also, und die waren alle in Medina. Was macht sie in Basra? Also so wie er das selber gesagt hat, die Geschichte ist zu groß, zu lang und man kann vieles herausfinden daraus. Und das hat er ausgenutzt und hat er irgendwo aus irgendeinem Buch hervorgebracht. Aber das ist eine Erzählung von allen Erzählungen. Die kann stimmen, aber auch nicht. Das ist eine wie gesagt hier, eine Analyse, dass die Leute Fitna gestiftet haben. Also, dass sie dahin geführt wurde, wird natürlich erwähnt in den Geschichtsbüchern. Aber so naiv war sie auch nicht, dass sie hingeführt wird. Sie ist selber hingegangen und er erwähnt eine Sache, die überhaupt nicht gestimmt hat. Er sagt, sie war in Mekka. Nein, sie war in Mekka vorher. Und als sie in Medina eingetroffen ist, wurde benachrichtigt, dass Osman umgebracht wurde. Und dann sagte sie, und? Das heißt, hat sie gar nicht interessiert, weil sie selber dazu, wie gesagt, gerufen hat, dass er umgebracht wird. Und für sie war er ein Kafir geworden, weil sie sagte, Kafir. Das heißt, er hat Kufr gemacht, er ist Kafir geworden. So. Und wenn man das liest und man sieht ja, sie ist währenddessen, als er eingekesselt war in seinem Haus, ist sie dann nach Mekka gefahren. Und dann zurückgekommen. Als sie zurückgekommen ist, haben die erzählt, dass er umgebracht wurde. Und als sie gefragt und dann, sagten die ja, ist Ali jetzt Khalifa geworden. Dann hat sie angefangen zu weinen. So, das steht auch da natürlich in den Büchern,
woran er selber glaubt. Ihr Bruder, er sagt dir, dass sie nach Basra gegangen ist, damit sie die Leute von den Mörder von Osman sucht. Also hier in Ibn Kathir, er hat auch darüber berichtet, was Harb al-Jamal anbelangt. Er sagt, als Aisha eine Rede gehalten hat, um die Menschen aufzurufen wegen der Rache für Osmans Blut, er sagt hier, وقال آخرون بل نذهب إلى البصرة فنتقوى من هناك من هنالك بالخيل والرجال ونبدأ بمن هناك من قتلة عثمان. Also das war ein Vorschlag von den einigen von den Anhängern von Aisha. Er sagte, wir gehen lieber nach Basra und wir fangen von dort an und wir kriegen die Macht von dort. Durch Männer und also Macht durch mit Männer von Männern und hier und Pferde. Das heißt, sie sind ihren Zweck, ihren Ziel, also Basra, beziehungsweise Zweck Basra zu mit Basra anzufangen, war nicht das, was er gesagt hat, sondern was Ibn Kathir hier sagt, dass sie von dort die Aufrüstung bekommen. Also Männer und Pferde und fangen wir von dort an mit dem Mörder von Osman hier die Rache zu nehmen. Das heißt, sie war in Basra, damit ihre Armee verstärkt wird. Und nicht das, was er gesagt hat. Also er hat wieder was verschwiegen. Ja, Bruder, du hast recht. Also ich habe das auch immer gesagt. Ich sage, wenn diese Menschen, die den Propheten sallallahu alaihi wa sallam direkt gesehen haben, mit ihnen in Verbindung saßen oder waren, und sie selber solche Fehler machen, trotzdem sie gehen ins Paradies. Wo gehen wir denn hin? Wir, die den Propheten nicht gesehen haben, wenn wir die Fehler machen. Das heißt, unser Fehler zählt gar nicht mehr. Dann sind wir im Vergleich zu denen masumin, sind wir fehlerlos. Denn sie haben normalerweise keinen Grund mehr, Fehler zu machen oder Sünden zu machen. Abgesehen von Fehlern jetzt. Okay, Fehler kann man aus Versehen machen, aus hier... ungewollt machen. Aber die haben absichtlich, also Aisha, wenn du jetzt selber die Städten besuchst, alleine im Irak, von Irak nach Iran fahren mit dem Bus. Überleg mal, wir sind die Strecke gefahren von Kerbala nach Abadan in Iran, sind wir 12 bis 16 Stunden gefahren, mit klimatisierten Bussen. Und wir sind die Strecke, die Aisha mit dem Kamel zurückgelegt hat, ne? Durchgefahren. Da habe ich mir überlegt, was hat sie sich denn für eine Mühe gemacht? Was hat sie dazu getrieben, so weit zu fahren, sich diese Mühe zu machen, außer der Hass zu Imam Ali, ehrlich gesagt. Sie hat kein Herz für den Islam, damit sie, was weiß ich, diesen Sulah oder diese Versöhnungsversuche macht. Überhaupt nicht. Denn den Osman war 40 Tage eingekesselt. Und das hat sie mitbekommen. Warum hat sie da an den, sagen wir, in der Zeit nicht geholfen? Warum hat keiner ihnen geholfen? Weder Muawiyah noch Imam Ali a.s. Niemand hat ihnen geholfen. Und der wurde von den Sahaba getötet. Also derjenige, der ihn getötet hat, Bruder, das ist ein Sahabi, ein Muhajir. Einer, der die Bay'a unter dem Baum abgelegt hat bei dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, den Allah subhanahu wa ta'ala gelobt hat in dem Koran. Nicht nur einer, das waren zwei. Also zwei von den Leuten, die Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat in dem Koran. Also sagen wir mit der Menge. So mit den Muhajirin und Ansar. So, darunter war Muhammad ibn Abi Bakr, der Bruder von Aisha. Der war auch beteiligt. Ammar ibn Yasir war beteiligt. Ali ibn Abi Talib alaihi salam hat ihn getadelt, dass er selber den Fehler macht,
so dass er korrupt war, Osman. Aisha selber hat Mordaufrufe gemacht gegen ihn, statt ihm zu helfen. Wie soll sie dann im Nachhinein sich für ihn rächen wollen? So, das heißt, sie macht sich diese Mühe, sie fährt so lange mit dem Kamel. Sie führt eine Armee. Wofür? So, ich sage, das sind keine Fehler, das sind Sünden. Und wenn man so eine Sünde macht und trotzdem geht ins Paradies, so, dann wo gehen wir? Wo gehen wir? Die gar keinen Kontakt mit den Propheten haben, die gar also nichts haben außer Schwarz auf Weiß. Wir hören, wir lesen, mehr haben wir nicht. Dann wo gehen wir denn hin? Da müssen wir mehr belohnt werden, besser belohnt werden als die anderen. Also sie hat vollkommen recht, so zu reagieren. Und das ist der gesunde Menschenverstand. So, jetzt was seine Grammatik anbelangt. Der hakt darauf und er weiß ganz genau, dass man auch so lesen kann, wenn man nicht, sagen wir, grammatikalisch liest. Du kannst zum Beispiel Surat al-Fatiha genauso lesen. Ne, wenn du nicht mit Grammatik liest, zum Beispiel, ich kann dir beides vorlesen. Das darfst du auch in dem Koran, also wenn du bietest, das darfst du auch ohne Tahrik lesen. Ne? Zum Beispiel, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ. So, das ist ohne Grammatik. Das darfst du lesen in dem Koran hier. Da machst du Waqf, machst du keinen Tahrik. So, wenn du Tahrik machst, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. So, das, was ist daran? Er hakt auf Punkte, die normalerweise irrelevant sind. So, ich wollte nur euch das übersetzen und deswegen habe ich auf die Schnelle so gelesen, ohne Tahrik zu machen, ohne diese, sagen wir, Rücksicht, ohne Rücksicht auf die Grammatik zu machen. So, er hat meine Videos gesehen. Das hat er natürlich direkt durch diese Aufnahme erwähnt. So, und er merkte die Gefahr davon, von den Videos. Ich war selber in Berlin. Wir waren verabredet. Er wusste nicht, dass ich das bin. Und als er das erfahren hat, auf einmal ist er krank und sein Sohn ist krank und dann mussten sie ins Krankenhaus und angeblich sogar die Sunniten haben den Kopf geschüttelt. Die Sunniten, die das vermittelt haben, sie haben direkt zu mir gesagt, Shia Hamza, als er das gewusst hat, wer der Dialogspartner ist, hat er das gesagt. Auf die letzten 10 Minuten. Die letzten 7 Minuten hat er abgesagt. So, der ist nicht bereit, er ist nicht Mann genug, weißt du, er hat Angst um sein Image, er hat Angst um seinen Status sozusagen und deswegen kommt er nicht in die Debatte. Wenn er das wirklich meint, dass ich so miserabel bin mit meiner Bildung, dann soll er sich trauen und das ausnutzen und in eine Debatte kommen und mich klein machen, sodass die Leute mich abgehalten werden. So, Bruder, ich sag dir, wenn ich nicht übertreibe, ich kriege mindestens einmal in einer Woche oder in 2 Wochen eine E-Mail, dass der ist Schia geworden durch die Videos. So, und sie haben, also einer hat versucht, auch ihn anzuschreiben, also, oder mehrere sogar, und versuchten ihn hier zur Debatte einzuladen, sodass er mich stoppt von den Sunniten. Ne? Hat er nicht gemacht. Bis jetzt hat er gar nicht gemacht. Er braucht eine Woche, um auf ein Voice zu antworten. So, der hat sich lange genug überlegt, so wie er antworten soll. Und was kommt er? Womit kommt er an? Er macht Fehler. 14 Fehler auf einer Seite. 14 Fehler, als ich eine Seite gelesen hätte. Ich habe nicht die ganze Seite gelesen. Ich habe ein paar Zeilen gelesen. Und ich antworte nebenbei. Das ist nicht mein Beruf, das ist sein Beruf. Er darf keinen Fehler machen. Nicht ich. Ich darf Fehler machen. Ich bin nicht von der Branche. Das ist nicht mein Beruf. Das mache ich so aus Glaube. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Und das ist für ihn ein Meisterfehler. Wenn er Fehler macht, Meisterfehler zählt zu 10. Zählt für 10. So, und was Atrati anbelangt, er hat das Atrati. Also mit Ta, obwohl dass er den Hadith gelesen hat. Atra mit Ta und Atra mit Ta. Und Itra gibt es nicht, gibt es Itr. Ne? Ich sage Duft. Meine Duft, Al-Bit, mein Duft. auf jeden Fall solche, also Menschen, sie tun mir nur leid, ganz ehrlich gesagt. Weil ich glaube nicht, dass sie gläubig sind. Wenn man gläubig ist, dann muss man ehrlich sein und versuchen,
die Wahrheit zu finden, egal wo sie ist. Also, man muss immer offen sein für alle anderen Glauben. So, und hören, einfach hören. Ich habe mich mit allen Religionen kontaktiert. Ich habe mit allen Religionen, also mich mit allen Religionen Zugehörigen oder Angehörigen hier konfrontiert. Ich habe keine Angst. So muss er sein, wenn er ehrlich ist. So, und ich glaube, er hat nur geantwortet, weil sie ihn verpflichtet hat zu antworten. Weil sie ihn, sagen wir, in die Ecke getrieben hat, also in die Ecke gesteckt, sodass er nichts anderes übrig hatte. So, er ist gezwungen worden zu antworten. Sonst hätte er nicht geantwortet. Also hätte er auch nicht geantwortet, wäre nicht schlimmer als das, was er geantwortet hat. So, zu deiner Frage mit der Muawiya, also das weiß ich, also das weiß jeder doch, dass der erste Berg vergeblich das zu untergraben, was Aisha verursacht hat. Sie versuchen vergeblich, deswegen die Wahrheit findest du da nicht komplett. Du findest ein bisschen. Bisschen dort, bisschen von Ibn Kathir, bisschen von Ibn Hazm, bisschen von Ibn Taymiyyah, als Bestätigung zu dem, was unsere Gelehrten uns überliefert haben. So, Aisha, das war nicht klein, was sie gemacht hat. Das war nicht wenig. Alleine die Waffe zu tragen gegen Imam Ali a.s. Mit der hier Aussage oder Ausrede, dass sie sich für Osman rächen wollen. Osman ist nicht ihr Bruder, er ist nicht ein Blutverwandter von ihr. Er ist gar nicht, er war ihr Feind. Osman hat Aisha beschimpft. Osman, sie haben sich gegenseitig beschimpft, weil er ihr nicht ihr das Erbe gegeben hat. Sie wollte hier Anteil von den Beuten bekommen und von Baitul Mal. Und er hat geweigert, ihr was zu geben davon. Und deswegen war sie wütend auf ihn. Die haben sich beschimpft. Er hat sie mit Kafira bezeichnet, im wahrsten Sinn des Wortes, was Kafira bedeutet, dass eine Kafira in die Höhle geht und ihr einen Vers aus dem Koran wiederholt, was Allah subhanahu wa ta'ala ihr schon mal erwähnt hat. Ne? Allah subhanahu wa ta'ala schlug ein Beispiel zu den Kuffar, Frau von Nuh und Frau von Lut. Sie sind hier, das hat ihnen nicht genutzt, dass sie mit dem Propheten verheiratet waren. Also, und Allah subhanahu wa ta'ala sagt ihnen, geht in die Hülle mit den Hineingehenden. So, das sagt er zu ihr. Daraballahu mathal ladina kafaru, mra'ata Lutin, mra'ata Nuh. Guck. Also, Osman hat damit argumentiert, weil sie sagte, uqtulu na'talan faqad kafar. Das heißt, dieser Kufr, was sie meinte, führt zum Mord. Das heißt, er muss die Todesstrafe bekommen, weil er Kufr begangen hat. So, wenn er Kafir geworden ist und er den Tod verdient hat, bedeutet das, dass er Kafir und Ni'ma ist oder ein richtiger Kafir? Und wenn er ihr sagt, du bist wie die Frau von Lut und Nuh, die Allah subhanahu wa ta'ala euch als Beispiel gegeben hat, so Kafir, Kuffar, die in die Hülle gehen. Das heißt, für Osman, ist Aisha eine Bewohnerin der Hülle und für Aisha ist Osman ein Kafir, der in die Hülle geht. So, jetzt soll er, bitteschön, uns erklären, jetzt was hier grammatikalisch, was Allah subhanahu wa ta'ala hier mit dem Kufr meint und was Aisha mit dem Kufr meint, sodass Osman die Todesstrafe dadurch verdient. Verdient die Todesstrafe ein Kafir, Kafir und Ni'ma, oder ein Kafir, der aus dem Islam auch rausgeht? Und was ihre Gelehrten, jetzt hier interpretieren, was Kufr bedeutet, wie ich schon gepostet habe, das sind 9 Varianten, 9 Bedeutungen, also 9 Möglichkeiten, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam damit gemeint haben könnte. So, woher sollen die es wissen? Was meinte der Prophet mit Kufr? Meinte er das Kufr und Ni'ma? Oder richtige Kufr oder was auch immer. Woher sollen die das wissen? Weil das so, sagen wir, gelassen wurde, wie das gesagt wurde, kamen die Khawarij und haben sie Ali a.s. und Osman Kufr zugeschrieben. Und sie sagten, das sind auch Kuffar geworden, weil sie nicht nach dem regiert haben, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat. So, das heißt, ist für uns auch nicht wichtig, jetzt dieser Hadith,
was das bedeutet. Das ist nicht wichtig, weil wir können durch viele anderen, sagen wir, Übeltaten von Aisha, viele andere Beweise vorlegen, die das beweisen, was man hier mit diesen Hadith beweisen möchte. Ne? Also das, was sie getan hat, es würde reichen, dass man in die Hölle dadurch geht. Und was Allah subhanahu wa ta'ala in dem Koran erwähnt hat gegen sie und Hafsa, das würde auch reichen. So, Krieg gegen Imam Ali a.s. ist ein Krieg gegen Allah subhanahu wa ta'ala, wie gesagt. So, dann brauchen wir nicht so einen Hadith, um zu beweisen, dass sie so war oder dass Osman so war. Und das, was er versucht, hier zu rechtfertigen, dass das eine Fitna ist und Aisha wäre reingefallen, selbst wenn, also Shaitan macht die Fitna und lässt die Menschen reinfallen, und wenn die Menschen sich reinfallen lassen, gehen in die Hülle. Und wenn die Menschen damals Aisha dazu verführt hätten oder haben, in diese Fitna reinzukommen, dann hat sie sich verführen lassen. Und das entschuldigt sie nicht. Das entschuldigt sie gar nicht. Also ich weiß nicht jetzt, wenn er sagt, das war eine Fitna und Aisha wurde da reingefallen, also wurde da reingezogen in der Sache. Und wir fallen alle in den Fehlern rein und in den Sünden rein durch die Fitna des Teufels. Und wir werden dafür bestraft. So Aisha selber, sieht sie sich nicht so heilig, so wie er sie sieht. Sie selber sagt, ich habe es nicht verdient, bei dem Propheten, neben dem Propheten begraben zu werden. Nehmt mich und begräbt mich irgendwo anders. Denn ich habe eine Muhdatha gemacht. Muhdatha ist eine Sache, die man, wenn man sie macht, würde diese Muhdatha denjenigen in die Hölle führen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, kullu muhdathatin, كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jede محدثة also Neuerung ist eine بدعة. Und jede بدعة ist Irreführung. Und jede Irreführung ist in die Hölle. Sie sagt selber, ich habe eine محدثة. أحدثتُ. Ich habe eine محدثة gemacht. So. Und deswegen hat sie gesagt, sie sollen sie irgendwo anders begraben als neben dem Propheten, neben ihrem Mann. So. Wenn sie selber das beichtet, wenn sie selber das zugibt, dass sie das nicht am Lebensende geschafft hat, loszuwerden, was sie da verursacht hat. So. Warum ist er so, also mehr Aisha-risch als Aisha selber? Er ist mehr Aisha-risch als Aisha selber. Subhanallah. Und wenn du gemerkt hast, er hat das bestätigt, was er abgestritten hat. Also er hat abgestritten, dass die Gelehrten davor gewarnt haben oder verboten haben, dass man darüber spricht. Und am Ende sagt zu ihr, beschäftige dich, Schwester, mit Beten und Fasten und mit Koran lesen und lass die Sache, das heißt nicht darüber sprechen. Das heißt, er hat doch verboten. Das heißt, er hat das bestätigt, was er abgestritten hat. يعني نعبد الله ونؤمن بمذهب نبيا